Neben dem neuen iPhone SE gab es auch ein neues iPad Pro. Was sofort auffällt, es ist merklich kleiner als das bisher aus dem Herbst bekannte iPad Pro. Letzteres wies ein 12,9 Zoll Display auf, dieses ist im altbekannten iPad Air 2 Format, also 9,7 Zoll. Äußerlich gibt es sonst wenig Neues, Roségold, die Farbe kennen wir auch schon, es verfügt über den neuen True Tone Flash und eine neue Abdeckung für die Antenne. Die besteht nicht mehr aus Plastik, so ist es auch Aluminium. Technisch ist das neue iPad Pro auf dem Stand vom alten iPad Pro. Es ist zwar etwas langsamer getaktet, verfügt aber über denselben A9X-Chip, also über dieselbe Power. Unterscheiden tut es sich in dem True Tone Display. Hierbei erkennt das iPad Pro automatisch die Farbtemperatur und Intensität des Umgebungslichtes und passt das Display entsprechend an. In den nächsten Tagen werde ich mir das neue iPad Pro etwas genauer angucken und dann gibt es auch nochmal ein ausführliches Video auf maclife.de. Bis dahin!